Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ein Monat ist vergangen, der Januar. Heute mache ich mit euch den Monatsabschluss. Bei Wochenabschlüsse mache ich nicht. Und wir können wieder ein bisschen Geld sparen. Ich hoffe, ihr habt Freude daran und bleibt dran. Bis gleich. Widmen wir uns zunächst dem theoretischen Teil. Ihr wisst, ich war bis zum 13. Januar in England und habe dort Geld ausgegeben. Und zwar, wie viel waren es? Ich hatte es doch irgendwo notiert. Abbuchung 329, nein, das ist die Summe. Umschläge 328, so. Das heißt ja, Geld, was ich rein theoretisch sonst aus den Umschlägen genommen habe, habe ich aber über Karte laufen lassen. Also muss ich das ja schon irgendwie als Ausgabe bewerten. Und hier bei den Gesamtausgaben aus meinen Umschlägen habe ich tatsächlich sehr wenig ausgegeben. Und zwar in der dritten Woche 12 Euro und in der vierten Woche 50 Euro. Und das hier muss ich korrigieren. Jetzt wackelt es, glaube ich, wieder ein bisschen. Sorry. Und zwar muss ich hier hinschreiben 328 Euro. Und dann schreibe ich hier England hin. England. 328 Euro. So, und das sind dann meine Gesamtausgaben, die ich in diesem Monat hatte. Und dazu kommen ja nur noch 62 Euro, die ich dann hier hinschreibe. So, und jetzt können wir ausrechnen, wie viel ich gesamt ausgegeben habe. 155 plus 329. Ja, meine monatlichen Abbuchungen plus 328 plus 62. 874 Euro habe ich ausgegeben im Monat Januar. Die Zahl merken wir uns. Bei Einnahmen ist dann doch nichts mehr dazu gekommen. 1090. Die trage ich mir hier unten auch bei Einnahmen rein. 1090 Euro minus 874 ergibt 216 Euro. In der Summe sind noch über. Und das heißt, das ist Geld, was ich rein theoretisch noch auf meinem Konto haben müsste. Habe ich aber nicht, sag ich ganz ehrlich, weil ich in der Zwischenzeit, ja, wir haben noch einen Teppich gekauft. Den muss ich übrigens noch eintragen. Also das Geld ist theoretisch noch vorhanden, praktisch leider nicht oder nur Teile davon. Ein Teil davon habe ich verspart, ein Teil davon habe ich für Ausstattung für meine Enkelin ausgegeben, die ja noch nicht im System war, jetzt aber drin ist. Also ihr wisst, was ich meine. Manchmal ist das so, dass eine Summe plus theoretisch bleibt und praktisch dadurch, dass ich in England war, halt durcheinander geraten ist. Ich sag, wie es ist. Ich habe davon vielleicht noch 60, 65 Euro im Plus auf dem Konto, was meines Erachtens nach völlig in Ordnung ist. Denn im Februar nimmt das alles wieder einen anderen Lauf. Weil hier zum Beispiel muss ich was ändern. Baby bleibt, Urlaub bleibt. Genau, ich muss das woanders ändern. Und zwar in meiner Guthabenliste. Aber das ist da nicht drin. 216 Euro plus, Gesamtausgaben 800. Hast du nicht gesehen, Einnahmen. Und dann muss ich das hier noch hinschreiben. Auto. Auto habe ich ausgegeben. 50 Euro. Warte mal, nee, Auto waren nur 40 Euro. Und da habe ich jetzt nur noch 0 drin. England habe ich nichts ausgegeben, weil das zählt da nicht rein. Weil das war vorher, bevor ich das Cash Stuffing gemacht habe. Da habe ich also noch 50 Euro. Bei Sparen habe ich nichts ausgegeben, 50 Euro. Die 10 Euro Freizeit habe ich ausgegeben, also 0. Kosmetik habe ich nichts ausgegeben, 30. Projekt, ach, sag mal Leute, ich bin total durch. Was ist los? Das war doch nicht Freizeit, das ist doch das Projekt. Da habe ich nämlich nichts ausgegeben, da sind noch 10 Euro drin. So, Freizeit habe ich 10 Euro ausgegeben. Da ist jetzt nichts mehr drin. Kleidung
Nee, habe ich nichts ausgegeben, noch 20 Euro. Home habe ich nichts ausgegeben, 20. Geschenke auch nicht. Unerwartet auch nicht. Hobby habe ich ausgegeben, 12 Euro. Da sind jetzt also noch 18 Euro drin. Einkauf habe ich nichts ausgegeben. Vorsorge natürlich auch nicht, weil das sind langfristige Sparpläne. Haus habe ich auch nichts ausgegeben, obwohl da gleich was runtergeht. Baby habe ich auch nichts ausgegeben. 63 und das hier sind 30 Euro. Das sind 50, 62. Das sind dann 398 Euro, die ich noch rein theoretisch in meinen Umschlägen habe. Und das überprüfen wir auch gleich. Ich weiß nicht, mache ich das mit euch zusammen? Ja, ich denke schon. Ja, das war eigentlich schon der Monatsabschluss. Der war ja, wie gesagt, etwas ungewöhnlich. So läuft das sonst nicht. Da ist sonst hier viel mehr los. Ne? Also, ja, das ist das Guthabenkonto. Das muss ich ja am 1. Februar wieder überarbeiten. Und am Samstag machen wir das Cash-Stuffing, weil ich kriege morgen Geld und dann können wir da loslegen. Dann können wir diese Zahlen übertragen etc. Jetzt möchte ich noch die Beträge in den Umschlägen überprüfen. Auto dürfte nichts mehr drin sein. Ist auch laut Trecker nichts mehr drin. Könnt ihr das hier noch sehen? Ja, ne? Bei extra sparen sollten noch 50 Euro drin sein. Ist laut Trecker so und ist auch wirklich, sind noch 50 Euro drin. Dann bei England sollten 50 Euro drin sein. Das ist auch der Fall. Bei Projekt sollten noch 10 Euro drin sein. Das ist auch so. Kosmetik 30 Euro. Ja, stimmt. Freizeit 0. Stimmt auffallend. Kleidung 20. Sind auch noch drin. Home 20. Das ist auch noch so. Weihnachten 20. Sind auch noch 20. Unerwartet 20. Ich freue mich, wenn ich die Kassen wieder auffüllen kann. Weil der Januar, das war ein echt doofer Start in den Monat. 18 Euro. Das stimmt. Bei Hobby. Bei Einkauf 30. Stimmt auch, ich sehe da einen 20er, einen 10er. So, und bei Haus, da ändert sich jetzt was. Weil beim Haus haben wir tatsächlich 110 Euro für einen Teppich ausgegeben. Und das muss ich jetzt hier korrigieren. Da haben wir dann nämlich nur noch ein Guthaben von 240 Euro auf dem Konto. Weil ich habe das vom Konto bezahlt und das muss ich davon ja abziehen. Weil jetzt haben wir nur noch das Guthaben. Ansonsten sind noch 60 Euro drin. Das stimmt auch. Und Vorsorge sollten 40 drin sein. Stimmt auch. Urlaub sollten 80 drin sein. Das ist auf dem Konto passiert. Das habe ich getan. Felix hat 20 Euro gekriegt und Baby hat 30 Euro gekriegt. Und das müsste, das ist ein Barumschlag. Noch ist es ein Barumschlag. Erst wenn sie im Juni geboren wird, bekommt sie auch ein eigenes Konto. 30 Euro. Jawohl, ist noch drin. Also die Monatsabrechnung. Ich wiederhole mich, ich weiß. Manchmal ist das so, ne? War recht einfach gestaltet. Und wir gehen mit 398 Euro, nicht wir, sondern ich. Gehe mit 398 Euro hier, kann ich ja ruhig eintragen, alles andere mache ich dann, gehe ich in den nächsten Monat und freue mich schon, hier kann ich es auch reinschreiben, 398, ich habe hier immer auf der ersten Seite, ich weiß nicht, ob alle jetzt meine anderen Videos schon mal geguckt haben, die erste Seite ist meine Cash-Stuffing-Seite. Die zweite ist praktisch meine Abrechnung, Einnahmen, Ausgaben, also monatliche Abbuchung. Und dann meine Bilanz. Hier sind meine Gesamtausgaben.
Und hier habe ich einfach nur Guthaben, wo ich auf Konto einzahle. Das heißt, ich spare jeden Monat, ich zahle für Urlaub ein, zahle für Felix ein und hier steht schon mal Baby, weil die ab Juni auch Geld bekommt. Und hier ist meine Abrechnung Kreditkarte und das ist es dann eigentlich schon. Im letzten Video habe ich ja danach gefragt, wie ihr Sparspiele oder Sparchallenges gestaltet. Ich habe mich total über eure Antworten gefreut und für mich haben die auch alle Sinn gehabt, also Sinn gemacht. Und ich muss da jetzt für mich selber nochmal schauen, wie ich mich daran taste, durchwurschtle. Weil ich mache einmal im Monat, also viele machen einmal im Monat sparen oder Spiele. Ich muss mich da erstmal richtig ausdrücken. Mensch, das sind Spiele, Edith. Raff es endlich. Sparspiele. Und ich habe gedacht, ich mache immer, wenn ich was über habe. Weil über ist jetzt auch nicht richtig, weil, wie soll ich es erklären? Ja, doch, wenn ich irgendwie Geld im Portemonnaie über habe oder wenn irgendwie irgendwo irgendwas anflattert. Also ich kann das ganz schwer erklären. Ich habe jetzt ein 5er, 2, 4, 6, 8, 10, das sind 15 Euro, 16 Euro, 17 Euro, 18 Euro, 19,20 Euro, das finde ich recht viel für, ja, Werner hat mir Kleingeld abgegeben, also mein Mann hat mir hier in dieses Glas immer so ein bisschen reingetan und so summiert sich das irgendwie. Dieser Fünfer kommt auf jeden Fall in das 5 Euro Sparglas, ist klar, weil da ist nämlich einer ganz alleine und wusstet ihr, dass 5 Euro Scheine immer gerne zusammen sind? Hihi. Ich habe ja gesagt, ich male Muster, ich male das nicht bunt an, das ist mir zu viel schmicki-schmacki, habe ich keine Lust zu. So, und jetzt habe ich hier 2 Fünfer schon mal, nur, ist doch mal was, ne? 10 Euro schon drin, siehst du? So kann es laufen. Der sollte da auch rein, der wollte da auch rein. In meiner Waschmaschinen-Challenge habe ich jetzt 11 Euro, finde ich auch schon mal ganz gut. Dann spielen wir jetzt das Spiel Payway, wo ich ja schon mit einer glatten 6 eingestiegen bin und gedacht habe, wow, das könnte teuer werden. Da habe ich dann 6 Euro Startgebühr bezahlt und 1 Euro noch extra. Und ich bin hier oben bei freie Wahl gewesen. Und jetzt würfeln wir mal. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Spare 5 Euro. Ja, mein Gott, dass ich noch so viel über habe. Es wird doch ganz schön teuer, ne? Und ich mache das heute auch nur einmal. Ich sagte ja, dieses Ding setze ich dahin, dass das Feld, wo ich war, halt belegt ist. Und jetzt kommen da 5 Euro rein. Und dann füllt sich das. Übrigens, das Geld kommt alles in unsere Urlaubskasse. Es ist einfach nur für mich jetzt ein bisschen Zeitvertreib, ne? So, weil sonst wäre das Video jetzt auch schon fertig, ne? Seien wir mal ganz ehrlich. Die 52-Wochen-Challenge-Light. Die bekommt von mir diesmal 4 Euro, habe ich mir gedacht. Ja, machen wir mal, ne? Gibt es 4 Euro? Ja, hier unten. Das ist ja auch ein Wochenspiel. Und wenn du das voll hast, hast du 235 Euro. Den finde ich eigentlich ganz schön, den Gedanken so, ne? 235 Euro für den Urlaub. Aber ich werde das nicht 52 Wochen spielen, sondern so wie letztes Mal habe ich auch schon 2 ausgefüllt. Ich mache das immer so, wie es mir gerade so in den Kopf kommt. Bei der Kleingeld-Challenge kommen die ganzen 50er rein und 20er. Das ist ein 50er, 2, 3, 4, 5 50er. Und 21er. So, ich glaube, die 50er und 20er sind schnell ausgefüllt. Oh, das geht bestimmt ratzfatz. Ja, und der Ordner ist schon ganz schön schwer. Aber das liegt am Kleingeld. Aber ich sagte ja, ich möchte mit Geld spielen, was ich nicht unbedingt zum Überleben brauche. Wisst ihr, so einfach ein bisschen Spaß zu haben. Und zum Schluss wird es einem guten Zweck zugeführt, nämlich unserem Urlaubskonto.
Das habe ich. So, jetzt kommen wir zu der Challenge, die mich immer noch challenged, weil ich immer noch nicht weiß, wie es läuft, aber egal. Da hatte ich ja gesagt, hier unten mache ich 1-Euro-Stücke. Da haben wir jetzt einen. Und bei den 50ern habe ich 3. So. Und wenn alles voll ist, habe ich den Jackpot, aber keine 923,65 Euro, weil ich das Prinzip nicht verstehe und das jetzt nach meinen eigenen Regeln spiele. Damit bin ich ganz zufrieden. So, haben wir alles erledigt. Kleingeld-Challenge, guck mal, hier fällt schon was raus. Wo kommt das denn her? Ja, ja, da muss ich nochmal nachforschen. Hier fehlt er. Er ist daneben gegangen. Da kommt er rein. So, das war Kleingeld-Challenge. Warum hängt das hier? Leute, ich sag's euch manchmal. Ist der Wurm drin? Kleingeld-Challenge, dann. Hier Kleingeld drin. Wochen-Challenge, dann. Mach ich mal ganz zu. Payway ist bis jetzt am meisten drin. Ich glaube, genauso viel. Nee, 1 Euro mehr als bei der Waschmaschine. Hier ist jetzt auch ein bisschen was drin. Hier sind 10 Euro drin und ich muss euch sagen, damit bin ich zufrieden. Schließe das Ding bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder hier eine edle Spende von meinem Mann kriege oder Kleingeld vom Einkaufen überhabe und alles ist fein. Ja, das war's eigentlich, ne? Das war's. Das war der spektakuläre Monatsabschluss für Januar. Ja, alles war aber nicht spektakulär. Freut euch auf den nächsten Monat, weil da geht alles wieder geregelte Wege. Und wir kommen wieder dem Prinzip der Ordnung näher. Und noch herrscht Chaos für mich. Ist klar, ihr lieben Süßen, schaltet am Sonnabend wieder ein. Nee, am Sonntag. Was erzähle ich eigentlich? Ich habe sonst immer Samstagsvideo gemacht. Und jetzt ist es ja auf Sonntag, habe ich ja selbst so entschieden. Kannst mir aber noch nicht merken. Weil ihr wisst, alte Frauen brauchen ein bisschen länger, ne? Komme mit den Umstellungen nicht so gut klar. Nee, Blödsinn. Sonntag mache ich das Cash-Stuffing für euch. Bis dahin, habt eine schöne Restwoche und wir sehen uns Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.